Meine bisher härteste Challenge, das erste Mal auf dem Trialbike. Ich bekomme heute diverse Aufgaben gestellt. Ob es mehr Trial wird oder mehr Error, das seht ihr nach dem Intro. Nachdem ich mir 2019 die Hand gebrochen habe, wollte ich über den Winter in der bikeparkfreien Zeit quasi trainieren. Um dies vernünftig machen zu können, habe ich mir dieses Inspired Flow geholt und möchte es heute das erste Mal testen, ob ich damit zurechtkomme, wie ich damit zurechtkomme und wie es für mich dann allgemein läuft. Für mich ist es eigentlich ziemlich ungewohnt, erstens ohne Gangschaltung, ohne Federung überhaupt zu fahren. Aber ich probiere es jetzt einfach mal und bekomme vom Stefan heute diverse Aufgaben gestellt. Und ich würde sagen, wir machen eine kleine Challenge draus, nenne das Ganze Game of Bike. Dieses Prinzip kennt ihr ja von diversen anderen Kollegen. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt los. So, die erste Challenge wird sein, dass er diesen Randstein hochfährt. Mindestens bis zur Mitte, 3 Sekunden stehen bleibt und dann entweder nach links oder nach rechts wieder wegfährt. Biau, biau, biau. Ja, stehen. 1, 2. Fast. Last first try war es in dem Fall. Ja, stopp. 1, 2. So. Das B ist mir sicher. Das B ist sicher. Die zweite Challenge wird sein, dass er hier irgendwo auf diesem Schotterweg mindestens 15 Sekunden einen Trackstand macht, ohne Bein abstellen, ohne umfallen, ohne groß hin und her rollen. 15 Sekunden mindestens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bär, bär, bär. Eins, zwei, drei, vier. So, the last first try. Jetzt aber. 1, 2, 3, 4. Ah! Okay, er kriegt einen Bonus. Jetzt da, Hase. 1, 2, 3, 4. Bam, bam, bam. Und wasted. Okay. So, die dritte Challenge. Er fährt seitlich an, hebt das Vorderrad auf die Stufe, bleibt kurz stehen und hebt dann das Hinterrad auf dieselbe Stufe. Bam, bam, bam. Faszinierend. Ja, das passt. So. Die nächste Challenge. Er fährt die Stufe an, springt sie seitlich runter, dann die nächste,
bis er praktisch ganz unten ist. Habe ich die ganze Länge? Ja. Also quasi da bis auf hier. Ja. Okay. Vielleicht aus wie. Schauen wir mal. Die Erwartung war hoch. Sehr filigran. Ja, gib alles. Jetzt auch. Jawohl. War zwar nicht die Challenge, aber egal. Ist egal. Da macht zumindest zwei. Okay. Ja, genau so hätte es eigentlich machen müssen. Fast. Ja, nach rechts geht es noch besser. Jawohl! Ja, zick! Ja, stark. Den können wir gelten lassen, der ist in Ordnung. Juhu! So, die letzte Challenge wird sein. Da muss er hoch, auf diese Stufe, egal wie, ob Bunny ab oder Vorderrad, Hinterrad oder egal wie. Auf alle Fälle muss er dann noch auf seinem Rad stehen. Ich hab ein bisschen Angst. Jetzt hau her. Ja, schon her. Passt. Genau. Optimal. Seitlich auf. Nein, das geht nicht. Seitlich auf, ich mach das Rad kaputt. Das Ding hat ein Bashring. Kann so schlimm nicht sein. Okay. Ja, gut. Okay, also Bonus-Challenge. Bonus-Challenge ist, er fährt von oben an, rollt mit dem Vorderrad runter, bleibt kurz stehen, zieht das Hinterrad nach und das gleiche auf dieser Stufe auch, bis er praktisch ganz unten ist. Genau. Jetzt wird es interessant, die ist nämlich höher. Dicker Scheiß. Ja, also wie man sieht, ich habe auf jeden Fall noch deutlich Nachholbedarf, aber wie gesagt, das war jetzt eigentlich so gesehen mein allererstes Mal auf dem Trailbike. War gar nicht mal so gut. War gar nicht mal so gut, auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall ist für mich klar, dass es mich auch irgendwo beim Bergabfahren natürlich weiterbringt. Die Bike-Kontrolle, die Körperkontrolle ist natürlich auf einem ganz anderen Level, wie es beim Enduro oder Downhill ist. Definitiv. Insofern würde ich mich natürlich freuen, wenn ich demnächst wieder so geile Challenges gestellt bekomme. Vielleicht habe ich auch bis dahin schon genug Zeit und Muße gehabt, mich nochmal deutlich zu verbessern. Eigentlich, um ehrlich zu sein, lief es deutlich besser als erwartet. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich zum Beispiel die etwas höhere Kante hochkomme. Insofern bin ich eigentlich echt happy und zufrieden, dass das erste Mal auf dem Trailbike so gut gelaufen ist. Ballasttechnisch ist auf jeden Fall noch deutlich Luftnachholbedarf. Aber das Wichtigste ist ja eigentlich, dass es immer Spaß macht. Richtig. Deswegen fahren wir ja eigentlich Rad, weil es Spaß machen soll. Absolut. Mir hat es einfach Spaß gemacht. Ich habe es cool gefunden. Und ja, dann würde ich sagen, wenn es euch unterhalten hat, haut uns einen Kommentar unten
unter die Kommentare, in die Kommentarbox rein. Und ja, vielleicht habt ihr auch Lust, mir Challenges zu stellen. Oh ja, irgendwas, das ist cool. Irgendwas, was euch einfällt, was ich machen könnte, was ihr lustig findet. Vielleicht nicht zu extrem, wie ihr gesehen habt. Ich bin Trial-Anfänger, insofern ja, vielleicht etwas, was noch einigermaßen machbar ist. Und wenn ihr die Challenge stellt, kann ich sie über den Stefan quasi direkt an mich stellen lassen. Genau, so machen wir es. Und dann würde ich sagen, wenn es euch unterhalten hat, Daumen nach oben, gerne Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.